Das große Finale, letzte Übung der Atem-Challenge im November 2022. Heute geht es noch einmal, wie angekündigt, um die Artikulation. Und dann habe ich so ziemlich alle Atemübungen, die ich gut finde, beackert. Es gibt natürlich noch mehr. Aber das sind einfach so die, die ich anwende. Heute, wie gesagt, nochmal Artikulation. Du kennst das Spiel von vorgestern. Und heute haben wir die letzten beiden Rhythmen, die letzten beiden binären Rhythmen. Ich gehe nochmal durch. Erster Rhythmus gleichmäßig. Zweiter Rhythmus punktiert. Immer darauf achten, dass der erste dreimal so lang ist wie der zweite. Dann rückwärts punktiert. Aufpassen, dass es nicht auftaktig wird. Der vierte Galopp. Beim Galopp ist es immer so schön, dass man auf die nächste Eins hinspielen kann. Jam, papapam, 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 papapam. Das ist genau wie im Radetzky-Marsch. Jam, papapam, papapam, papapam. Oder bei Wilhelm Tell. Fällt mir gerade nicht ein. Aber in der Wilhelm Tell-Overtüre kommt auch dieser Galopp vor. Und jetzt machen wir noch den umgekehrten Galopp. Der kommt nämlich tatsächlich auch im Radetzky-Marsch vor. Das heißt, wir haben zuerst die beiden Sechzehntelnoten und dann die beiden Achtelnoten. Und das ist wie beim Radetzky-Marsch am Anfang, ne? Da 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 und so weiter. Auf jeden Fall da 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 da. Und auch das machen wir wieder zuerst auf. Und auch hier ist wieder die Herausforderung, dadurch, dass drei schnelle Noten nacheinander kommen, alle drei Noten mit einem wirklichen Stützimpuls hinzukriegen. Machen wir zusammen. Eins, zwei. Okay. War auch ganz schön flott. Gerade wenn es schnell wird, ist es schwierig. Machen wir das Ganze auf DDD, also do 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 do. 1, 2, 3. Genau. Hier wieder darauf achten, dass die Zunge sehr synchron ist mit dem Atemimpuls und jetzt natürlich auf. Das machen wir etwas langsamer, weil das die schwerste Art und Weise ist. Und auch hier wieder auf Synchronität zwischen und Zwerchfell achten. Etwas langsamer. Eins, zwei, drei. Genau. Genau, das waren die drei Artikulationsmöglichkeiten des umgekehrten Galopps. Und ein Rhythmus ist noch offen, der sechste von den sechs binären Rhythmen, und das ist die Synkope. Und Synkope ist klar, ist jappa, bapapa, 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 bapapa. Das wäre die Synkope einzeln. Man kann die Synkope dann auch groß nehmen über den ganzen Takt. Ja, ba, 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 ba. Genau, darum geht es aber nicht. Es geht jetzt wirklich um diesen kleinen Baustein, um diesen kleinen Rhythmusbaustein Nummer 6. Ba, 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 ba. Auch das fangen wir an mit 1, 2, 3. Genau. Und das Ganze machen wir natürlich auch mit Dodo, 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 Dodo. Und auch da jeder Anstoß mit einem Luftimpuls, alles möglichst synchron von Zunge und Zwerchfell. Eins, zwei, drei. Und das Ganze natürlich auch noch auf, damit wir das auch noch geübt haben. Und auch hier wieder Zwerchfell und Lippen, das Lösen der Lippen. Der Anstoß ist ja immer das Lösen der Zunge oder der Lippen, dass wir das möglichst mit dem Atemimpuls zusammenkriegen. Eins, zwei, drei.
Okay, wir haben es geschafft. 15 Übungen im November 2022. Ich habe die letzten drei jetzt am Stück aufgenommen. Jetzt bin ich richtig schön warm und kann mich direkt an die Tuba setzen und ordentlich üben. Ich würde mich freuen über eine Rückmeldung, wie du den Kurs fandest, beziehungsweise die kleine Atemchallenge, ob du bis zum Ende durchgehalten hast. Wenn du das auf YouTube schaust, dann schreib einen Kommentar drunter oder auf Instagram oder Facebook auch. Wenn du in der Lernplattform unterwegs bist, dann kannst du mir gerne einfach eine Mail schreiben an raimund@tubalernen.de. Und ich würde mich über Rückmeldungen freuen, was dir gefallen hat, welche Übungen dir am meisten geholfen haben, welche Übungen du gerne mal vertiefen würdest und so weiter. Und dann sehen wir uns jetzt im Dezember wieder mit ganz normalen Videos, mit mehr theoretischem Input an jedem Sonntag. Naja, was heißt theoretisch? Wie immer, es sind übermethodische Sachen dabei. Es sind Frage-Antwort-Videos dabei. Es werden ja, technische Übungen, technische Videos sein. Also alles wie immer, was spannend und hilfreich ist rund um die Tuba. So, dann wünsche ich dir jetzt noch schöne 2 Tage mit dieser Übung und dann einen guten Dezember-Advent-Jahresabschluss. Ciao.